natürlich allen Vereinen, bei denen ich mal gespielt habe, drücke ich die Daumen, dass sie sportlichen Erfolg haben. Ich finde sogar, dass jetzt durch das Wochenende, es hätte ja schlimmer ausgehen können, dass man nochmal die Chance bekommen hat, jetzt über die Relegation, über die beiden Spiele drin zu bleiben. Und die muss man einfach dann nutzen und dann nächstes Jahr dann einfach ein bisschen besser machen. Ich habe das ja schon vor, was ich, 4 Monaten gesagt. Und ja, man sollte mal ein bisschen zuhören, wenn ein Erfahrener oder auch ein anderer mal was sagt. Ne? Ja, ist ja natürlich eine unfassbare Situation. Ich meine, Sie haben es ja damals, die Löwen von der Bahnliga hochgeführt in die Bundesliga, und all das könnte jetzt quasi wieder drohen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sie es schaffen. Ich bin ja nicht, oder ich sage nicht, ich bin froh, wenn sie absteigen. Ja, wäre schlimm genug für 60 München. Aber so eine Relegation ist nicht einfach. Ich glaube, dass das momentan auch, wenn es so aussieht, keine große Rolle spielt. Es geht um Sport. Es geht darum, dass wir diese 2 Spiele gewinnen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, nach der Saison werden wir uns natürlich zusammensetzen müssen und müssen darüber reden, was alles schiefgelaufen ist in der Saison, und müssen entsprechend dann auch die neue Saison verändern. Aber jetzt zählen nur die nächsten 2 Spiele in Kiel und zu Hause, dass wir die gewinnen und in der 2. Liga bleiben. Natürlich eine schwere Aufgabe jetzt gegen Kiel, und es wird nicht einfach. Nur jetzt muss man halt gucken, nochmal alle Kräfte bündeln, sage ich mal, um den Klassenerhalt zu schaffen, weil das, ich denke mal, das ist eine Sache, da braucht man nicht viel und großartig drüber zu diskutieren, da muss man nochmal 180 Minuten sich den Arsch aufreißen, auf Deutsch gesagt, um halt die Klasse zu halten.